Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 78, die erste Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs von Fraktionen der CDU und Bündnis 90 Die Grünen, Gesetz über die unabhängige Bürger- und Polizeibeauftragte oder den unabhängigen Bürger- und Polizeibeauftragten des Landes Hessen, Drucksache 3524 aus 20. Und zur Einbringung hat sich Herr Frömmrich von Bündnis 90 Die Grünen gemeldet. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass wir Ihnen heute den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen über die unabhängige Bürger- und Polizeibeauftragte des Landes Hessen vorlegen können. Hessen ist damit das vierte Bundesland, das eine derartige Stelle schafft. Es gibt in dieser Form bislang nur Stellen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und in Schleswig-Holstein. Wir sind dann das vierte Bundesland, und das freut uns sehr, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit der Vorlage dieses Gesetzentwurfs erfüllen wir einen wichtigen Punkt unseres Koalitionsvertrags. Außerdem setzen wir einen weiteren Punkt aus dem Maßnahmenpaket um, das wir im Zusammenhang mit den illegalen Abfragen von Polizeicomputern und den NSU 2.0 Drohmails erarbeitet haben. Auch das ist eine Maßnahme, die wir umsetzen. Die oder der Bürgerbeauftragte, der Polizeibeauftragte soll das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den demokratischen Institutionen stärken. Er oder sie soll größere Transparenz in staatliches Handeln schaffen, und sie soll eine vertrauenswürdige, allseits respektierte Ansprechperson für die Menschen in Hessen sein. Die Funktion des Polizeibeauftragten hat die Aufgabe, das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Bürgerschaft und Polizei zu stärken, den Dialog mit Polizeibehörden zu unterstützen, begründeten Beschwerden nachzugehen und nach Möglichkeit Abhilfe zu schaffen. Die oder der Polizeibeauftragte soll sich auch mit Vorgängen aus dem innerdienstlichen Bereich befassen. Auch hier soll er Eingaben und Konflikte unbürokratisch nachgehen. Er soll vermitteln und Lösungen suchen. Ich finde, eine rundum gute Sache. Um es klarzustellen, wir wollen keine neue Superkontrollinstanz schaffen. Das wäre auch mit den grundlegenden demokratischen Prinzipien gar nicht vereinbar. Ein Bürgerbeauftragter nach unserer Vorstellung wirkt vor allem durch persönliche Integrität. Es soll sich um eine Persönlichkeit handeln, deren Stärken und die Vermittlung und die Kommunikation ist. Er soll Vertrauen schaffen, und selbstverständlich muss er oder sie über ein gerütteltes Maß an Autorität und an genügend Standing verfügen, um dann auch mal deutliche Worte zu finden, wenn etwas nicht richtig läuft. Ich glaube, das ist gut, wie wir das organisiert haben. Die Funktion der oder des Polizeibeauftragten soll eben nicht, wie in Diskussionen behauptet, Misstrauen gegen die hessische Polizei schüren. Das Gegenteil ist der Fall. Die Beamtinnen und Beamten schützen die Menschen in unserem Land und sind bei der Kriminalitätsbekämpfung sehr erfolgreich. Diese Stelle soll nicht im Ansatz die gute und engagierte Arbeit in Abrede stellen, die der weit überwiegende Teil der hessischen Beamtinnen und Beamten jeden Tag leistet. Die Stelle einer Polizeibeauftragten oder eines Polizeibeauftragten ist aber ein deutliches Signal, dass Beschwerden und Kritik über Polizeieinsätze oder einzelne Beamtinnen und Beamten konsequent und ohne Ansehen der Personen nachgegangen wird. Wir haben in den vergangenen Wochen Bilder gesehen. Wir haben in den vergangenen Wochen Bilder in den sozialen Medien gesehen, die nicht dem Bild entsprechen, das wir von der hessischen Polizei haben wollen. Wir haben über polizeiliche Einsätze, wir haben über widerliche Drohmails und wir haben über illegale Computerabfragen diskutiert. Das sind Vorkommnisse, die wir nicht bei der hessischen Polizei sehen wollen. Diese Bilder, diese Berichte und dieses Verhalten schadet der hessischen Polizei insgesamt. Und sie geben Anlass für deutliche Kritik. Die Polizei muss sich dieser Kritik stellen, unabhängig davon, dass die Aufklärung im eigenen Interesse der Polizei ist. Der unabhängige Polizeibeauftragte wird, da bin ich mir sicher,
hier eine bedeutende und wichtige Rolle spielen. Die Polizei schützt die Bürgerinnen und Bürger und unseren demokratischen Rechtsstaat. Wir statten die Polizei mit Rechten aus, die in einem freiheitlichen, rechtsstaatlich verfassten Gemeinwesen keiner sonst hat. Sie ist Teil der Staatsgewalt und kann gesetzlich legitimiert unmittelbaren Zwang anwenden. Und weil sie solche Befugnisse hat, weil sie als einzige in legitimierter Weise Gewalt anwenden darf, muss sie sich auch einer besonderen demokratischen Kontrolle und Beobachtung stellen. Der Polizeibeauftragte soll ein Mosaikstein in dieser Rolle sein. Ich fasse zusammen. Durch ein niedrigschwelliges Angebot, das wir schaffen wollen, wollen wir einen wichtigen Beitrag zur Konfliktlösung schaffen. Die Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigen, dass diese Angebote von den Menschen im Land nachgefragt werden. Um auch das noch einmal zu betonen, der oder die Beauftragte steht nicht in Konkurrenz zum verfassungsmäßig garantierten Petitionsrecht. Die Mitglieder des Petitionsausschusses und das Petitionsreferat sollen natürlich weiterhin ihre wichtige Arbeit leisten und fortsetzen. Die Unabhängigkeit des Bürgerbeauftragten stellen wir dadurch sicher, dass die oder der Beauftragte vom Landtag gewählt wird. Die Stelle wird direkt beim Landtag angesiedelt. Die Menschen wenden sich direkt an diese Person und können die oder den Beauftragten können sich an den oder die Beauftragte wenden. Die Person ist nicht in die Behördenhierarchie eingebunden. Jeder kann sich zu jeder Zeit, in welcher Angelegenheit auch immer, an die oder den Beauftragten wenden, ohne dass sie oder er irgendwelche Nachteile davon hat. Ich glaube, das ist eine gute Stelle, die wir da einrichten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Instrument der oder des Bürgerbeauftragten stärkt die Bürgergesellschaft im Land und ist ein wichtiger Baustein der Politik des aktiven Bürgerdialogs. Die oder der Beauftragte wird moderierend oder vermittelnd für die Angelegenheit der Bevölkerung tätig und unterstützt die Bürgerinnen und Bürger bei ihren Angelegenheiten. Und das sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, aber auch Bürgerinnen und Bürger, die Konflikte mit der Polizei haben. Ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt ist zur Stärkung der Polizei. Es ist ein wichtiger Schritt für mehr Transparenz und klares Handeln staatlicher Organe. Wir bitten um Überweisung in den Hauptausschuss. Ich freue mich auf die Diskussion dann im Hausausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Frömmrich. Als nächster Redner hat sich von der AfD-Fraktion Herr Vohl zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Ansprechpartner für unsere Bürger, die ihr Anliegen ernst nehmen und die Unterstützung bei deren weiteren Bearbeitung anbieten, sind überaus begrüßenswert. Gerade meine Fraktion, die AfD, hat wiederholt betont, dass diese Form der Bürgernähe zur Stärkung des Gemeinwesens unabdingbar ist. Aber, wie Sie wissen, zeigt sich bekanntlich der Teufel im Detail. Was möchte ich Ihnen hiermit zum Ausdruck bringen? Nun, die schwarz-grüne Regierungskoalition hat einen mit Dringlichkeitsmerkmal versehenen Gesetzentwurf vorgelegt, welcher die Installation eines Bürger- und Polizeibeauftragten für das Land Hessen auf den Weg bringen soll. Nebenbei bemerkt, die in den Bestimmungen dieses Gesetzentwurfs praktizierte sogenannte geschlechtersensible Schreibweise ist von der Sache her entbehrlich und erschwert lediglich die Lesbarkeit. Wesentlich für die Akzeptanz eines Bürger- und Polizeibeauftragten ist für meine Fraktion die konkrete Ausgestaltung des Amtsprofils. Hierbei sehen wir uns angesichts der Bestimmungen Ihres Gesetzentwurfs zu einigen kritischen Bemerkungen veranlasst, die ich Ihnen nachfolgend skizzieren möchte.
Sie verweisen in der Problemstellung Ihres Gesetzentwurfs auf das, Zitat, immer komplexere Lebenswirklichkeit, deren Meisterung durch die Bürger einer unabhängigen, unbürokratischen und niedrigschwelligen Konfliktlösungsinstanz bedürfe. Meine Frage an Sie. Ist dies so zu verstehen, dass Sie die Existenz einer abhängigen, bürokratischen und hochschwelligen Verwaltungs- und Polizeistruktur für das Land Hessen unterstellen? Falls dies von Ihnen bejaht würde, was natürlich nicht der Fall sein wird, dann erlauben Sie mir darauf hinzuweisen, dass Ihnen in den vergangenen Regierungsjahren alle Möglichkeiten offen standen, diesen Zustand zu verändern. Dies hätte jedoch weitreichender politischer Konzepte und eines eisernen Willens bei der Umsetzung bedurft. Ersteres scheiterte bereits an der überschaubaren intellektuellen Kapazität der handelnden Akteure und letzteres an dem mangelnden Interesse für das Wohlergehen des eigenen Volkes. Wie viel einfacher, meine Damen und Herren, ist es bei dieser Gemengelage doch, einen Bürger- und Polizeibeauftragten vom Landtag wählen zu lassen, der Ihnen einmal pro Jahr über seine Tätigkeit Bericht erstattet. Zu seinem Qualifikationsprofil gehört gemäß § 9 Absatz 2 die Wählbarkeit für den Landtag sowie die Vollendung des 25. Lebensjahres. Die von Ihnen beabsichtigte Niedrigschwelligkeit wird hier durch diese beiden einzigen Anforderungen sichergestellt. Studenten der Politikwissenschaft oder Soziologie im 12. Semester mit der gewünschten inneren Haltung eröffnen sich hierdurch natürlich ungeahnte Karriereoptionen. Bei einer Dauer der Legislaturperiode von 5 Jahren erschließt sich uns ferner nicht, warum dem Bürger- und Polizeibeauftragten eine Amtszeit von 6 Jahren zugewiesen wird. Wie auch immer, es besteht schließlich gemäß § 11 Absatz 1 die Möglichkeit, ihn mit einer Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des Landtages vorzeitig abzuberufen. Fülle und Komplexität der von Bürgerbeauftragten auszuführenden Aufgaben vergüten Sie gemäß § 14 Absatz 1 mit Gewährung der Besoldungsstufe B3. Dies mag für den eben erwähnten Studenten der Politikwissenschaften einen großen Gehaltssprung bedeuten. Formal qualifizierte und beruflich erfahrene Persönlichkeiten, die dieses Amt denn braucht, werden Sie dadurch jedoch kaum für die Übernahme dieses Amtes erwerben können. Strukturelle Defizite sehen wir angesichts der Tatsache, dass neben dem bereits bestehenden Petitionsausschuss, welcher ebenso mit der Behandlung von Bürgeranliegen betraut ist, mit dem Amt des Bürger- und Polizeibeauftragten eine Art Doppelstruktur geschaffen würde, welche nicht notwendigerweise zu Synergieeffekten führen muss, sondern ungeachtet der Abgrenzungsbestimmungen des § 1 in Einzelfällen vielmehr destruktive Kohärenzsituationen führen kann. Des Weiteren erschließt es sich uns nicht, warum lediglich die Handlungsweisen der öffentlichen Verwaltung sowie der Polizeibehörden zum Gegenstand für Eingaben und Beschwerden gegenüber dem Bürger- und Polizeibeauftragten des Landes Hessen gemacht werden können. Ist etwa die als ungerecht bewertete Behandlung eines Doktoranden durch seinen universitären Institutschef kein behandlungswürdiger Sachverhalt? Ist in diesem Falle der Petitionsausschuss zuständig oder ein Fachanwalt? Hierauf gibt Ihr Gesetzentwurf weder eine inhaltliche noch formal befriedigende Antwort. Wie Sie wissen, stehen unsere Polizeibeamten seit Monaten unter medialem Dauerbeschuss aufgrund von Ereignissen, die sich hauptsächlich außerhalb unserer Landesgrenzen abgespielt haben. Vor diesem Hintergrund ist es sicherlich kein Ausdruck ausgeprägter politischer Sensibilität, gerade neben der öffentlichen Verwaltung unsere Polizeibehörden als Orte für die Erzeugung von Eingaben und Beschwerden auszuweisen. Meine Damen und Herren, der Effekt dieser Maßnahme wird sein, dass Sie hierdurch den bereits im Raum stehenden Generalverdacht gegen Angehörige der hessischen Schutz-, Ordnungs- und Sicherheitspolizei noch verstärken.
Daher unser Appell. Gehen Sie nur einmal in sich, denn Sie werden nämlich erkennen können, dass viele Probleme der beobachtbaren Erosion der öffentlichen Ordnung Wirkungen Ihrer Politik auf Bundes- und auch auf Landesebene sind. Ähnlich wenig wie z. B. die Probleme der hochschulischen Lehre und Forschung durch ein Heer aus Gleichstellungsbeauftragten, Genderbeauftragten, Antirassismusbeauftragten gelöst werden, werden die Schwierigkeiten unserer Bürger mit einer oftmals schwerfällig erscheinenden öffentlichen Verwaltung und zusammengesparten Polizeibehörden durch einen Bürger- und Polizeibeauftragten des Landes Hessen aus dem Wege geräumt werden. Der Gesetzentwurf der Regierungskoalition wird daher als nicht zielführend von unserer Fraktion abgelehnt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Vohl. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Hahn zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Vohl, das ist alles jetzt ein bisschen hektisch, weil wir uns ja mit dem Thema schon lange beschäftigen. Ich habe noch einmal eben nachgeschaut. Eine Aktuelle Stunde haben die Grünen beantragt, unterschrieben von Kollegen Frömmrich. Die haben wir abgehalten im Dezember 2018. Damals war es so etwas von wichtig, dass es eine Aktuelle Stunde war. Okay, dann gab es den Gesetzentwurf der Sozialdemokratie. Haben wir zu Beginn dieses Jahres darüber gesprochen, Januar 2020. Und ganz offensichtlich ist am Montagabend in der Koalitionsrunde nun eine Einigung getroffen worden, sodass aber ganz flott dieser Gesetzentwurf dringlich eingebracht werden musste. Ich habe nicht das Gefühl, dass das der Sache dient, sondern ich habe ausschließlich das Gefühl, dass das dem Koalitionsfrieden dienen soll. Ich finde, so geht man gerade mit solch einem Amt nicht um. Das ist reine Parteipolitik. Das ist reine Parteipolitik. Aber das interessiert uns Freie Demokraten nur begrenzt, da wir da auch nichts ändern können. Aber bei dem Inhalt, da werden Sie schon von uns viele sehr dezidierte Fragen in der Anhörung hören. Warum eigentlich, fange ich mal mit den Details zunächst an, warum eigentlich wird das Vorschlagsrecht begrenzt auf die Landesregierung? Das gibt es in einem einzigen Bundesland, nämlich in Baden-Württemberg und sonst nirgendwo. Das ist so etwas von unparlamentarisch, lieber Kollege Frömmrich, dass viele Ihrer grünen Reden, die Sie hier immer wieder halten, eigentlich eher für den Papierkorb sind. Weil wenn es dann darum geht, das Parlament einzuschließen, sagen Sie, Herr Kollege Frömmrich, aber der hört gar nicht zu, das ist vielleicht doch einfacher, sagt er einfach, nee, das geht nicht. Sagt er einfach, nee, nee, die Landesregierung soll das vorschlagen. Also Sie hoffen offensichtlich, dass Sie ewig an der Landesregierung sind. Ich finde, so eindimensional sollte man nicht denken. Ich finde es gegenüber dem Parlament schlicht nicht gut. Weil es, da geht es nämlich darum, dass Bürgerinteressen und nicht die Interessen der zweiten Gewalt hier bearbeitet werden sollen, sondern dass gerade die Bürgerinnen und Bürger vielleicht sogar bei dem Polizeibeauftragten noch mehr Unabhängigkeit von der Landesregierung haben wollen. Aber nein, sie wollen sie ja gerade nicht. Wir werden das auf alle Fälle beantragen, wenn Sie nicht selbst schon auf die Idee kommen, das spätestens nach der Anhörung zu tun. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der zweite Punkt, und darüber haben wir im Dezember in der Aktuellen Stunde als Freie Demokraten gesprochen, darüber haben wir in der Debatte über den SPD-Antrag gesprochen, ist die Abgrenzung zum PTA. Ich kann Ihnen nicht nachvollziehen, wie sie da drin steht. Da werden wir nachfragen, was Sie damit gemeint haben. Wie soll das denn funktionieren? Und das Witzige oder auch das Traurige, nicht das Witzige, bitte streichen im Protokoll, das Traurige ist, dass dieses Recht der Abgrenzung bei dem Bürgerbeauftragten liegt. Das kann es doch nicht sein. Also es muss doch ein totales Zugriffsrecht des Petitionsausschusses auf jede dieser Sachen geben. Wenn der Petitionsausschuss sagt, das ist eine Petition, dann ist das eine Petition. Ja, steht aber anders drin. Nein, das steht da nicht. Nee, Lesen bildet, Kollege Frömmrich. Und Sie können auch nicht dadurch, dass Sie die Unwahrheit sagen, jetzt weiter und jetzt dazwischen rufen, das ist ja immer die Masche. Er ist erwischt, dann brüllt er erst einmal die Unwahrheit rein und dann stört er.
So kenne ich Jürgen Frömmrich, seitdem er hier im Landtag ist. Nichts Neues. So kenne ich ihn, seitdem er hier im Landtag ist. Und ganz am Ende bekommt er dann teilweise auch noch eine rote Nase. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Punkt 3. Und jetzt nehme ich § 3 Absatz 2. Da ist notiert, wann der Bürgerbeauftragte eine Eingabe, nenne ich es jetzt einmal, ablehnen kann. Und dann steht da als Gründe, ablehnen kann, steht da als Gründe, erstens, sie nicht mit dem Namen und der vollständigen Anschrift der Bürgerin und des Bürgers versehen oder unleserlich ist. Nein, die darf er nicht annehmen. Wo leben wir denn, dass eine Eingabe, hinter der niemand steht, auf einmal von irgendeinem aus diesem Hause oder einem Mitarbeiter dieses Hauses oder einem Beauftragten dieses Hauses bearbeitet wird? Und noch viel schöner ist es, dass er sich überlegen kann, ob er die annimmt, wenn sie nach Form und Inhalt einer Straftat darstellt. Nee, darf er nicht annehmen. Also ich weiß gar nicht, worüber, dass man da ein Kann da oben hinschreibt. Da gehört ausdrücklich, wenn man das überhaupt aufführt, nach meiner juristischen Auffassung muss man es nicht aufführen. Deshalb auch hier Punkt 2 oder Punkt 3. Wir werden uns inhaltlich damit auseinandersetzen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, letzte Teilmenge Bürgerbeauftragte. Was eigentlich heißt berät unbürokratisch? Was heißt das eigentlich? Liebe Antragsteller, liebe Gesetzesformulierer, vielleicht kann mir dann ja der zuständige Staatsminister dazu etwas sagen. Was heißt berät unbürokratisch? Heißt das nicht halten an Gesetze? Heißt das nicht halten an Regeln? Heißt das, wir huddeln da mal irgendwas hin? Was heißt das? Also ich finde es schon sehr problematisch, dieses in der Begründung oder in der Problemdarstellung bereits und dann in der Lösung sehen zu müssen. Ich glaube, das ist diesem Amt nicht angemessen. Lassen Sie mich die Auffassung der Freien Demokraten zum Thema Polizeibeauftragten sagen. Wir halten das Konstrukt, auch das ist nichts Neues, Kollege Stefan Müller hat das schon mehrfach für unsere Fraktion hier vorgetragen, am besten so, wie es in der Bundespolizei ist, in die Strukturen hereingenommen und trotzdem separat, aber in den Strukturen reingenommen. Wenn jetzt hier ein Mr. X oder eine Mrs. Y über Polizeiinternas sich klärend einmischen soll, woher soll sie denn den Hintergrund haben? Wie soll das auch wieder? Wie soll das funktionieren? Also ich stelle mir jetzt einen vollkommen normalen Bürger vor, okay, B3 ist keine normale Besoldung mehr, aber einen normalen Bürger vor, der das dann abarbeiten soll. Wie soll der das schaffen? Darüber werden wir also auch noch einmal in der Ausschussanhörung uns unterhalten haben. Deshalb darf ich zusammenfassen und uns allen eine Minute schenken. Das ist ein unausgegorener Schnellschuss, der nur deshalb gemacht worden ist, damit der Koalitionsfrieden mal wieder ein bisschen gekittet werden kann. Und dafür ist ein solches Amt nun wirklich nicht geeignet. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Hahn. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Rudolph zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Kollege Hahn hat es angesprochen. In der Tat, der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktion hat einen schon merkwürdigen Ansatz, wie er in das Parlamentsverfahren eingebracht wurde. Nachdem die SPD am 30. Januar unter der Drucksache 2083 ihren Gesetzentwurf zur Beauftragung eines Bürgerbeauftragten, eines Polizeibeauftragten hier eingebracht hat, gab es heftige Kritik von den GRÜNEN, was wir uns erlauben würden. Es wird ja im Koalitionsvertrag drinstehen. Also erlauben, eine eigene Initiative zu machen, ist ja schon frevelhaft. Die CDU hat gesagt, ihr habt euch an einem Gesetzentwurf aus Rheinland-Pfalz orientiert. Das ist auch alles ganz schlimm. Und wir haben dann verabredet, nachdem er eingebracht war, dazu eine Anhörung zu machen. Und die Koalitionsfraktionen haben angeregt gebeten, gewissermaßen zu sagen, wir wollen auch etwas machen, das gemeinsam zu machen. Haben wir uns darauf eingelassen. Zunächst war angedacht bis April. Dann kam Corona, behindert ja immer alles. Dann kam die Sommerpause. Und wieder passierte nichts. Und dann kam am Montag in der Tat der Koalitionsausschuss und mit dem dringlichen Gesetzgebungsverfahren. Ich teile das, was Kollege Hahn sagt. Der in der Sache wichtige und richtige Ansatz, ein solches Institut zu errichten, den kann man nicht so parteipolitisch behandeln, wie Sie das getan haben. Das war der völlig falsche Ansatz. Ja, wir halten
die Ernennung und die Wahl eines oder einer Bürgerbeauftragten durch den Landtag für richtig. Warum? Nicht nur, weil es in einigen Bundesländern gibt, sondern weil der Landtag die richtige Institution ist, ähnlich wie der Datenschutzbeauftragte eine Einrichtung zu schaffen, an die sich Bürgerinnen und Bürger wenden können, jenseits von Wendungen an ein Ministerium, an Behörden. Es gibt genug Menschen, das wissen wir aus unserer Abgeordnetentätigkeit, zumindest hoffe ich, die haben Angst, Sorgen, können mit Behörden auch nicht umgehen. Und sie haben berechtigte Anliegen, dann wird im Zweifel nichts gemacht. Und beim Datenschutz stellen wir übrigens fest, die Arbeit wird stark in Anspruch genommen, und das ist auch gut so. Insofern kann man auch die Abgrenzung, Herr Hahn, ich teile nicht Ihre rechtlichen Bedenken zum Petitionsrecht, genauso hinkriegen. Das hat natürlich auch immer was mit handelnden Personen zu tun, gebe ich Ihnen recht. Aber die Abgrenzung ist klar, das kann man machen. Das eine ist das Petitionsrecht, da machen die Kolleginnen und Kollegen quer durch alle Fraktionen, ich habe das wiederholt hier schon gesagt, eine gute Arbeit, das soll auch weiter beibehalten werden. Und die Abgrenzung zum Petitionsrecht, die kriegen wir hin, das ist alles lösbar. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, wir wollen eine unabhängige Instanz, dass dieser Bürgerbeauftragte, die Bürgerbeauftragte gleichzeitig auch Landesbeauftragter für die Polizei sein soll. Warum brauchen wir das? Meine sehr verehrten Damen und Herren, eben hat ja der Redner der AfD gesagt, es gäbe mit der Polizei in Hessen keine Vorkommnisse. Gut, das ist jetzt die AfD-Welt und sichtbar, das ist natürlich schon absurd. Natürlich haben wir Vorfälle, wo Polizisten offensichtlich auch strafrechtlich relevante Taten begangen haben. Der missbräuchliche Abruf von Daten ist eines. Im Chatroom untereinander rechte Parolen auszutauschen, Polizeiflaggen verkehrt rum aufzuhängen oder, wie wir jetzt in Rüsselsheim, in Bischofsheim festgestellt haben, ein Polizeibeamter bringt zur Anzeige, dass hier man sich in der Asservatenkammer umsonst bedienen konnte und übrigens dieser Polizeibeamte dann versetzt wurde. Genau das ist der klassische Fall, wo wir eine unabhängige Instanz brauchen, jenseits der Behördenstruktur, wo sich auch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte hinwenden können. Es ist notwendiger denn je, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und übrigens interessant, wenn Sie, der Innenminister sitzt da oben, guckt auch nur bedingt freundlich heute. Das hat auch seinen Grund, weil wenn man sich die Rede des Innenministers, die eher kurze Rede zu unserem Gesetzentwurf angehört hat, davon hält er nichts, alles nicht notwendig, das lehnt er ab, weil es gäbe ja das Petitionsrecht, das ist das eine. Und im Übrigen hat er recht. Ach, der oberschlaue Minister hat einen Zwischenruf gemacht, er hätte recht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann hat der Minister noch darauf hingewiesen, es gäbe ja noch die Möglichkeit der Dienstaufsichtsbeschwerde. Nun wissen Sie, meine Damen und Herren, wer ein bisschen Verwaltungskenntnisse hat, wie Beamte oder Tarifbeschäftigte zu Dienstaufsichtsbeschwerde stehen, das ist ein ganz scharfes Instrument, mit dem man eine Eingabe machen kann. Nein, Herr Innenminister, da haben Sie nichts verstanden. Und auf Ihre Stellungnahme kommt es ja auch gar nicht an, weil Sie politisch so unter Druck stehen durch die Ereignisse der letzten Wochen. Und ich finde, das muss man der Redlichkeit auch an einem solchen Tag sagen können. Da haben sich die Grünen durchgesetzt. Ganz klar. Herr Beuth als zuständiger Innenminister wollte es nicht. Die Grünen haben sich durchgesetzt, weil der öffentliche Druck derart stark war. Hier ist Handlungsbedarf. Wir brauchen eine unabhängige Instanz, an der sich Bürgerinnen und Bürger, aber auch Polizeibeamte wenden können. Und deswegen die Ereignisse der letzten Wochen rechtfertigen das mehr denn je, eine solche Instanz zu schaffen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist es gut, dass wir am 24. September eine Anhörung zu diesem Gesetzentwurf und dem anderen durchführen. Und wir werden in der Anhörung auch sicherlich kritisch fragen, und warum ist die Wahlzeit 6 Jahre? Wenn der Landtag wählt, ist die Anbindung an die Wahlperiode des Landtags, finde ich, eine sehr konsequente Handhabung. Völlig klar, ist auch nachvollziehbar. Das Zweite ist, Sie gehen von der Besoldungsgruppe B3 aus. Das entspricht der Position eines stellvertretenden Abteilungsleiters in der Hessischen Landesverwaltung. Ob das der Position Bürgerbeauftragter, Polizeibeauftragter gerecht wird, auch in der Behördenhierarchie, haben wir Zweifel, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil wer Strukturen in Verwaltung kennt, das hat auch was mit der gleichen Augenhöhe zu tun. Also auch darüber müssen wir reden, entscheiden, wird nachher die Auswahl der Persönlichkeit sein. Und ich hoffe nur sehr, dass die Personenauswahl nicht montags im Koalitionsausschuss festgelegt wird und wir dann Dienstag das Ergebnis präsentiert bekommen, es ist jemand, der war zufällig bei den Grünen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind sehr dafür, die Institution Bürgerbeauftragter, Polizeibeauftragter einzurichten. Wir haben viel Zeit verloren in den letzten Monaten, weil CDU und Grüne sich nicht einig sind. Und deswegen besteht Handlungsbedarf. Wir haben
einen Gesetzentwurf. Übrigens, der Gesetzentwurf der SPD unterscheidet sich von dem Teilgesetzentwurf der Koalition beim Bürgerbeauftragten fast gar nicht, weil auch die Koalition Anlehnung an den Gesetzentwurf aus Rheinland-Pfalz genommen hat. Das, was man uns im Januar noch kritisiert und kritisch vorgeworfen hat, übernimmt man selber. Das könnte ich jetzt als ein bisschen beliebig hinstellen. Wer wird so kleinlich sein um 17.50 Uhr? Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird Zeit, dass wir handeln. Der Gesetzentwurf muss parlamentarisch behandelt werden. Dann muss er in der Praxis umgesetzt werden. Und ich glaube, verloren gegangenes Vertrauen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern können wir auf diese Art und Weise zurückgewinnen. Handlungsbedarf, lang genug hat es gedauert, an der SPD hat es nicht gelegen. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Für die Fraktion Die Linke hat sich Herr Schaus zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Forderung nach einer oder einem Bürger- und Polizeibeauftragten ist mindestens so alt wie die Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag. Seit wir 2008 in den Landtag eingezogen sind, fordern wir eine solche Stelle, übrigens ebenso wie damals die Grünen. Und wir haben bereits mehrmals die Umsetzung der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und Grünen eingefordert. Da waren wir in der Vergangenheit konsequent und hartnäckig. Nun endlich kommt Bewegung in die Sache. Es hat sich gelohnt, all die Jahre Druck gemacht zu haben, links wirkt. Aber was offenbar auch gewirkt hat, sind die Polizeiskandale der jüngsten Zeit, die Debatten über die NSU 2.0-Ermittlungen, rechtsextreme Netzwerken in der Polizei, Racial Profiling oder durch jüngste Videoaufnahmen eines brutalen Polizeieinsatzes in Altsachsenhausen. Dadurch und durch den bereits vor Monaten von der SPD eingebrachten Gesetzentwurf sind die Koalitionsfraktionen so unter Druck und Rechtfertigungsdruck geraten, dass sie ihren lang angekündigten Gesetzentwurf nun eiligst vorgelegt haben. Wir als Linke unterstützen weiterhin den Gesetzentwurf der SPD, zumal wir ähnliche Vorstellungen dazu haben. Er enthält klare Regelungen und vor allem klare Kompetenzen, die eine unabhängige Bürger- und Polizeibeauftragte braucht, um erfolgreich für die Bürgerinnen und Bürger tätig werden zu können. Es ist gut, wenn es eine unabhängige Stelle, die beim Landtag eingerichtet wird, internen wie externen Vorwürfen gegen Behörden und Polizei nachgeht. Bisher untersucht z.B. die Polizei selbst, ob Vorwürfe gegen sie berechtigt sind oder nicht. Ähnlich ist es auch in den anderen Landesbehörden. Kollegen ermitteln also gegen Kollegen, und das ist und bleibt problematisch. Wir hatten in Hessen zahlreiche Polizeimaßnahmen, die kritisch in den öffentlichen Blickpunkt geraten sind. In all diesen Fällen gab es Vorwürfe von Bürgerinnen und Bürgern. Ich will ausdrücklich hinzufügen, das heißt nicht, dass Vorwürfe gegenüber der Polizei im Allgemeinen oder Behördenmitarbeitern immer berechtigt sind. Dennoch stehen in der Öffentlichkeit viele dieser Ermittlungen immer wieder im Verdacht, sie würden nur formal und mit dem Ziel, sie schnell intern einzustellen, geführt. Diesem Eindruck müssen wir durch eine unabhängig arbeitende Stelle, die mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet werden muss, begegnen. Und das ist auch dann besonders wichtig, wenn Vorwürfe innerhalb von Behörden, also von Kollegen gegenüber Kollegen, erhoben werden. Denn auch Amtsmissbrauch wird oft nur durch Whistleblower öffentlich, weil sie Angst wegen Repressionen in der eigenen Behörde haben und es die gibt. Im jetzt vorliegenden Gesetzentwurf der Koalitionsfraktion sehe ich Licht und Schatten. Licht beim Anforderungsprofil und der Unabhängigkeit, die an eine solche Person gestellt werden. Licht auch bei der Zusammenarbeit mit den Abgeordneten des Landtages, insbesondere mit dem Innenausschuss und bei der jährlichen Berichterstattung im Landtag. Und Licht sehe ich auch
bei den unabhängigen Arbeitsmöglichkeiten. Schatten hingegen sehe ich aber bei der geringen Kompetenz gegenüber den zu prüfenden Behörden. Und wohlgemerkt, zu prüfend, nicht zu moderierend sozusagen. Es geht hier sozusagen um Konfliktbewältigung, die nicht einfach wegmoderiert werden kann. So kann der oder die Beauftragte laut § 4 des Gesetzentwurfs nur, ich darf zitieren, um die Einsicht in Akten und Unterlagen ersuchen. So. Ich frage, wieso diese Bittstellerrolle? Warum ist der Bürgerbeauftragte nicht Hilfsorgan des Landtages bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle, so wie es im SPD-Entwurf geregelt ist? Das ist viel klarer und das ist auch eine andere Funktion. Wieso gibt es hier kein klar geregeltes Einsichtsrecht? Wieso kein Zutrittsrecht für den Beauftragten? Wenn es zudem in § 5 Absatz 5 des Gesetzentwurfs heißt, ich zitiere, ist die oder der Bürgerbeauftragte der Ansicht, dass die behördliche Maßnahme rechtswidrig ist und die Beschwerdeführerin oder der Beschwerdeführer dadurch in ihren oder seinen Rechten verletzt ist oder dass ein innerdienstliches Fehlverhalten vorliegt, teilt sie oder er dies in bedeutenden Fällen dem fachlich zuständigen Ministerium mit und gibt ihm Gelegenheit zur Stellungnahme. Zitat Ende. Wieso sollen denn nicht alle diese Fälle dem zuständigen Ministerium vorgelegt werden, wäre die erste Frage. Wieso diese Bittstellerrolle, diesen Bückling, zu dem Sie den Beauftragten zwingen, wäre die zweite. Über diese und noch weitere Einschränkungen und Regelungen müssen wir intensiv mit Experten beraten. Damit ist bereits am 24.09. in der bereits angesetzten Anhörung zum CDU-Gesetzentwurf, Kollege Rudolph hat darauf hingewiesen, die erste Gelegenheit, und das ist gut so. Es gibt also noch viel im Detail zu beraten. Damit dort, wo Bürger- und Polizeibeauftragte draufsteht oder dransteht, auch Bürger- und Polizeibeauftragte drin ist. Was für uns nämlich nicht akzeptabel ist, wäre ein landesweiter Kummerkasten ohne Durchgriffsbefugnisse, so wie wir es im Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zu erkennen glauben. Deshalb, was wir brauchen, ist eine unabhängige Stelle für ernste Konflikte und Vorwürfe gegen Behörden oder Polizei oder bei Konflikten und Vorwürfen innerhalb von Behörden oder Polizei. Hierfür muss beim Landtag eine selbstbewusste und mit starken Rechten ausgestattete Behörde geschaffen werden. Danke sehr, Herr Schaus. Für die CDU-Fraktion hat sich Frau Wallmann gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Koalition von CDU und Bündnis 90 Die Grünen legt heute, wie angekündigt, die rechtliche Grundlage für eine Ombudsstelle am Landtag vor, und wir setzen einen weiteren Punkt unseres Koalitionsvertrages um. Doch, wir setzen die erfolgreiche Arbeit fort. Das ist immer ein Grund, auch das zu begrüßen. Mit der Einführung des Bürgerbeauftragten schaffen wir einen beim Landtag angesiedelten neutralen Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für alle Anliegen und Beschwerden mit Bezug zur öffentlichen Verwaltung. Und im Kern geht es bei der Einführung des Bürgerbeauftragten darum, unsere staatlichen demokratischen Einrichtungen den Bürgerinnen und Bürgern nahezubringen, die Distanz abzubauen und am Ende auch unsere Institutionen als solches in ihrer Legitimation zu stärken. Und das Instrument des Bürgerbeauftragten
ist ein weiterer Baustein, darauf werde ich gleich noch kommen, ein weiterer Baustein in unserer Politik des aktiven Bürgerdialogs und auch einer transparenten Arbeit. Und dabei gilt, Transparenz fördert Akzeptanz, und Akzeptanz schafft Vertrauen. Der Bürgerbeauftragte soll als Vermittler agieren. Er soll Sachverhalte zügig klären und auch Ansprechpartner für jeden Bürger sein. Er wird also eine weitere Anlaufstelle sein zu den bestehenden. Und natürlich muss ich darauf kurz eingehen, weil die bestehenden Angebote ja auch eine wichtige Rolle spielen. Und wer weiß, was ich ja in früheren Legislaturperioden auch gemacht habe, wird verstehen, dass ich natürlich an erster Stelle den Petitionsausschuss des Hessischen Landtags benenne. Ein Ausschuss, der unglaublich bürgernah arbeitet, im Übrigen genauso wie das Petitionsreferat. Ich möchte auch allen Beteiligten ganz herzlich für diese Arbeit danken. Und dieser Ausschuss behandelt im Jahr eine vierstellige Zahl von Eingaben, in denen es auch immer darum geht, dass eine fehlerhafte Behandlung oder eine fehlerhafte Behandlung einer Verwaltung seitens des Bürgers vorgetragen wird. Und man kann oft helfen, sei es, dass man einen Gesprächstermin initiiert, auch manchmal einfach nur, dass man das Behördenhandeln als solches mal erläutert. Auch das ist manchmal schon hilfreich. Und deswegen ist das eine ganz wertvolle Arbeit des Petitionsreferates und des Petitionsausschusses. Außerdem haben wir noch das niederschwellige Angebot des Bürgertelefons der Hessischen Staatskanzlei. Eine ganz direkte Kontaktaufnahme ist möglich zwischen Bürger und Verwaltung. Auch finde ich ein ganz wichtiges Angebot. Beides hat sich bewährt und soll weder in Konkurrenz zum Bürgerbeauftragten treten, noch soll es durch den Bürgerbeauftragten ersetzt werden. Und der Petitionsausschuss, das muss ich zumindest auch noch einmal sagen, ist natürlich zudem auch noch garantiert die Umsetzung eines verfassungsgemäßen Rechtes und ist unverzichtbar, unantastbar, und das soll auch weiterhin so bleiben. Aber gerade weil das so ist, ist die Abgrenzung zum Petitionsausschuss und auch zu gerichtlichen und gesetzlichen Verfahren so sorgfältig abzugrenzen. Und eine Eingabe an den Bürgerbeauftragten wird natürlich nicht möglich sein, wenn man zeitgleich eine Petition laufen hat oder auch wenn es schon eine Petition gab, die abgeschlossen ist. Das gilt im Übrigen auch für laufende Disziplinarverfahren oder auch Gerichtsverfahren oder auch Angelegenheiten eines Untersuchungsausschusses. Wir werden das also genau abgrenzen, was wir auch im Gesetzentwurf nachlesen können. Und die immer komplexer werdenden Lebensverhältnisse lassen es für uns sinnvoll erscheinen, eine weitere Möglichkeit der Kontaktaufnahme, ein Angebot für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, eine Verbindungsstelle, wo auch Vertrauen aufgebaut werden kann und eben auch der Beweis angetreten werden kann, dass diese Gesellschaft und dieser Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern eine verantwortungsvolle Arbeit vorlegt. Und sie soll jedem offenstehen. In schriftlicher, elektronischer oder auch in mündlicher Form. Und natürlich wird er auch die Möglichkeit haben, die Landesregierung oder auch natürlich die Landesbehörden um Unterlagen zu bitten oder auch Akteneinsicht zu nehmen, auch wenn natürlich Grenzen bei dieser Amtshilfe zu beachten sind. Und dann wird er eine Funktion des Polizeibeauftragten auch wahrnehmen. Und er wird Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger auf der einen Seite, aber natürlich auch für die Bediensteten sein. Und der Abgeordnete Jürgen Frömmrich hat eben, wie ich finde, sehr zu Recht gesagt, die Polizeibeamten in unserem Land leisten eine hervorragende Arbeit in einem mitunter sehr schwierigen Umfeld. Wir können ihnen gar nicht oft genug für ihre Arbeit danken, ihren unermüdlichen Einsatz, auch wo sie ja am Ende auch ihr Leben für auch einsetzen. Und deswegen ist das ein zusätzliches Angebot. So möchten wir es auch verstanden wissen und auch nicht anders. Und ich sage ein zusätzliches Angebot, weil es gibt natürlich die Möglichkeit, das ist ja auch schon genannt worden, natürlich der Strafanzeige, der Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde, aber natürlich auch über den Ansprechpartner der Polizei, Herrn Begere. Jederzeit kann man sich natürlich auch an diese Institution wenden.
Und als Gesetzgeber werden wir dem Bürgerbeauftragten sehr eng verbunden sein. Zum einen, weil wir die rechtlichen Grundlagen schaffen werden, zum anderen, weil wir ihn auf Vorschlag der Landesregierung auch für eine 6-jährige Amtszeit wählen werden. Wir können ihn zudem mit einer Zweidrittelmehrheit auch wieder abberufen. Und außerdem wird einmal jährlich analog auch zum Petitionsausschuss ein Bericht vorzulegen sein, den wir dann auch hier im Parlament diskutieren werden. Und die Ausschüsse haben jederzeit die Möglichkeit, ihn Anwesenheit des Bürgerbeauftragten zu verlangen oder ihn auch zur Beratung hinzuzuziehen. Sein Dienstzeit wird also aus gutem Grund hier im Hessischen Landtag sein. Und er wird natürlich die Arbeit auch nicht alleine zu bewältigen haben. Wir haben aus diesem Grund ja auch schon im Haushaltsplan entsprechende Unterstützung personeller Art vorgesehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der neu zu schaffende Bürgerbeauftragte wird als neutrale und überparteiliche Person nicht immer eine einfache Rolle als Vermittler zwischen Bürger und Staat haben. Das ist völlig klar. Und die Anliegen, die der Bürger, die er im Übrigen natürlich auch vertraulich zu behandeln hat, auch hier wieder eine Analogie zum Petitionsausschuss, sollen bei ihm in guten Händen liegen. Er wird seiner besonderen Brückenfunktion als Einzelperson der Einrichtung ein Gesicht geben. Welches? Das wird ihm obliegen. An uns liegt es jetzt, die rechtlichen Grundlagen dafür zu schaffen. Und das haben wir heute gestartet, diesen Prozess. Und dafür danke ich Ihnen sehr. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wallmann. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Wintermeyer. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist eine Initiative aus dem Hessischen Landtag und aus der Mitte. Ich habe das Gefühl, auch nach der Diskussion, die wir heute geführt haben, dass außer einer Fraktion nicht das Ob fraglich ist, sondern höchstens das Wie. Aber das wird dann natürlich der Hessische Landtag entsprechend auch in der Hauptausschusssitzung miteinander debattieren und dann nachher auch entscheiden. Meine Damen und Herren, mit der Einrichtung des Bürger- und Polizeibeauftragten wird es neben dem verfassungsrechtlich verbrieften Petitionsausschuss eine weitere zentrale Stelle hier im Landtag geben, die sich um diverse, meist persönliche Anliegen der Menschen im Umgang mit Behörden wie auch Sicherheitsbehörden kümmert. Unsere Bürgernähe ist ein fundamentales Kennzeichen unserer hessischen Politik. Für uns heißt Verwaltung Dienst für die Gesellschaft, für die Menschen und nicht umgekehrt. Die mit dem heutigen Fraktionsgesetzentwurf der Koalitionsfraktion geplante Einrichtung der oder des Beauftragten beim Hessischen Landtag nehmen wir gerne zur Kenntnis und unterstützen diese. Wir verstehen die Einrichtung eines Bürger- und Polizeibeauftragten als bürgernahe Ergänzung durch eine unbürokratische, aber auch vertraulich und unabhängige Anlaufstelle für die Anliegen von Menschen. Das hilft, Sachverhalte aufzuklären oder auch neu zu erklären. Jedenfalls kann Abhilfe oder Befriedung geschaffen und das Vertrauen in all unsere Behörden weiter gestärkt werden. Meine Damen und Herren, die Hessische Landesregierung sagt schon jetzt ihre Unterstützung der oder dem Bürger- und Polizeibeauftragten im Rahmen der geltenden Gesetze zu und bietet dem oder der neuen Beauftragten für die verantwortungsvollen Aufgaben die wie gewohnt professionelle Zusammenarbeit der Hessischen Landesregierung an, wenn dieses gewünscht oder wo es notwendig ist. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Vielen Dank, Herr Staatsminister Wintermeyer. Weitere Wortmeldungen liegen mir zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vor. Das ist die erste Lesung. Ich gehe davon aus, dass wir den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den HAA überweisen. Keiner widerspricht, dann machen wir das so.